Ahoi Leute, ja, mal ein paar kleine neue Infos zur Abwechslung. Ja, wir sind gerade dabei, das erste Konzert zu planen auf unserer kleinen Bühne. Und ja, es ist eine Band namens Unpainted Blue. Wenn ihr da mal reinhören möchtet, dann packe ich euch den Link zu deren YouTube-Kanal mal da drunter. Da gibt es so ein paar kleine Videos, da kann man sich die mal anhören. Und ja, das Konzert soll am 5.9. stattfinden. Ja, um 19:30 Uhr, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Wenn ich dann schreibe ich es nochmal anders drunter oder kündige das nochmal anders an. Ja, das ist so eine kleine Zweimann-Band, wobei im Video auch einmal eine Frau zu hören ist. Auf jeden Fall sind es zwei Leute, einmal mit E-Gitarre und mit Synthesizer. Ja, klang auf jeden Fall sehr gut, was ich jetzt da gehört habe bisher. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das wird. Oh, moin. Moin. Ja, pünktlich die Mauer, Junge. Ja. Was hast du da? Die Kamera. Hast du mich gefilmt? Ja. Heimlich? Ja. So, das war unser Fahrer gerade. Also unser Terra-Lieferant quasi. Ja, ich muss mal kurz jetzt noch das TK-Zeug in die Kühlung holen und dann geht's gleich nochmal weiter. So, wo war ich jetzt nochmal? Genau, Unpainted Blue kommt am 5.9. zu uns und macht so einen kleinen Auftritt um 19:30 Uhr bis circa ja, 9 Uhr, 22 Uhr mit kleinen Pausen zwischendurch. Ja, also wenn ich das gerne mal live ansehen möchte, dann kommt auf jeden Fall vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung zu deren Kanal, könnt ihr mal kurz reinhören. Ja, das zählt glaube ich alles doppelt. Okay, was wollte ich noch erzählen? Ja, es gab jetzt öfter schon Anfragen, das wollte ich eigentlich schon in 5 Videos vorher erzählen, habe ich immer vergessen. Und zwar, was die Gutscheine betrifft. Einige von euch haben gefragt, warum die Gutscheine eigentlich zu ihnen gekommen sind. Wir haben das halt kurz vorher, ja, quasi entschieden, dass wir die nicht abschicken, weil ihr quasi sowieso zu uns kommen müsstet. Das heißt, ja, höchstens für die, die den Gutschein irgendwie verschenken möchten und nicht nur einen symbolischen Zettel verschenken möchten. So, den hätten wir es dann hingeschickt. Deswegen habe ich eine Rundmail an alle auf Startnext geschrieben, die einen Gutschein hatten, dass sie doch gerne melden möchten. Wenn ich ihnen zuschicken möchte, hat sich niemand gemeldet. Entweder ist die Nachricht nicht angekommen oder sie wurde übersehen, ist im Spam-Ordner gelandet, keine Ahnung. Ja, viele fanden das gut, dass wir das nicht machen. Es war auch die Zeit, wo die Post gestreikt hat, war vielleicht auch wirklich ganz gut. Deswegen, ja, liegen eure Gutscheine hier. Das heißt, wenn ihr zu uns essen kommt, dann sagt einfach euren Namen, dann suchen wir euren Gutschein raus und dann ist gut. Ja, wenn ihr euren Gutschein noch zugesendet haben möchtet, jetzt dennoch, dann, wie gesagt, schreibt mich einfach an. Ja, das nächste ist, wir haben auch noch andere Sachen beim Crowdfunding versprochen, und zwar T-Shirts, Tassen, Brettchen und so weiter. Und ich bin halt bisher noch nicht dazu gekommen, obwohl ich habe bis gestern gerade eine Nachricht bekommen, wo denn das Brettchen bleibt. Ich hatte auch mit Absicht geschrieben, innerhalb der nächsten 6 Monate wird es verschickt. Ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe, weil ich habe echt momentan noch gar keine Zeit dafür gehabt. Ich habe jetzt, ja, gestern mal ein bisschen Ruhe gehabt, also Ruhe mehr oder weniger, weil der Matthias gekocht hat. Da habe ich mal die Karte neu gemacht, habe die nächsten Speisekarten bestellt, die zeige ich euch auch demnächst. Und auch die geänderte Karte werde ich dann hier mal im Video vorstellen, plane ich so zumindest. Wurde sich auch mal gewünscht, muss ich jetzt mit der alten, glaube ich, nicht mehr machen. Ja, solche Sachen halt. Und demnächst werde ich auch die Zeit nutzen, wenn ich wieder ein bisschen habe, und einfach mal die ganzen Adressen raussuchen, die T-Shirts bestellen, die Tassen und so weiter, und die dann auch hoffentlich zeitnah an euch verschicken. Ja, aber wann das genau sein wird, kann ich noch nicht sagen. Schauen wir mal. Also ich werde mich auf jeden Fall sputen. Und ja, da war ja noch mehr, und zwar auch die Namensliste, also wo alle Spender quasi aufgeführt sind, die wir hier quasi aufhängen wollten. Da habe ich auch noch nicht mit angefangen. ja, werde ich halt auch demnächst, sobald Zeit ist, machen. Genauso wie das Video, wo wir alle Namen einmal vorlesen wollten. So, der neue Koch ist wirklich da. Ich gehe gleich mal in die Küche. Eigentlich dachte ich auch jetzt, wir hätten super viel zu tun, denn wir hatten heute eine Anmeldung mit 14 Leuten um 12 Uhr, die jetzt leider nicht gekommen sind. Also dachte ich, mache ich mal das Video einfach mal weiter. Ja, Matthias, was gibt's denn heute Schönes als Tagesgericht? Bin ich im Fernsehen? Wir haben heute
Kartoffelpüree und wie nennen wir dieses Apfelzwiebel geschnittene in der Pfanne gebratene? Ja, Kidneybohnenburger mit Apfelzwiebelring. Apfelzwiebelring, genau. Und Kartoffelkräuterpüree. Yum 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 yum. Juhu! Und als Suppe gibt es, das haben wir, also rote Beete, pikante rote Beete-Suppe. Und wir haben noch Dessert. Sehr, sehr lecker. Einen schönen Eisbecher haben wir. Ja, schönen Eisbecher. Auch so ein bisschen. Das ist schwierig mit dem Stab. Ja, was ist das? Ein Fruchtbecher mit. Ja, Brombeeren und Mango. Ja, wir haben jetzt das Peacocks-Eis neu bei uns. Und zwar die drei Sorten Double Chocolate, Kräuter. Und Erdbeerbasilikum. Ja, da gibt es heute einen schönen Eisbecher mit leckerer Mandelsahne, Früchten. Das war's auch schon. Und Fruchtsoße, ach Entschuldigung. Ja, ich zeig jetzt mal hier, wie Matthias schön den Pilz dran. Das erste Mal, dass man mich sieht, ich bin total aufgeregt. Hier guck ich zu. Ja, von wegen. Matthias spielt nämlich auch in der Band, deswegen ist er wahrscheinlich nicht so aufgeregt. La, 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 la. Okay. Spiel Triangel. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo du Werbung machen kannst. Nee. Okay, dann nicht. Komm, Prima, später noch. Ich muss nämlich noch ein bisschen kaufen. Ja. Brück. Gut, ich lasse ihn mal in Ruhe jetzt. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal.